Das schöne Wetter beginnt und es finden endlich wieder Events statt. Unser Terminkalender für dieses Jahr ist schon prall gefüllt und deshalb wird es für mich Zeit, unsere Erbra-Statut-Tafeln aus dem Winterschlaf zu holen. Jetzt habe ich es endlich. Ja. Und die mal wieder für euch schick zu machen und ich möchte auch das ein oder andere Motiv austauschen. Wer unsere Tafeln noch nicht kennt, hier, das sind die beiden. Und heute möchte ich dieses Motiv austauschen. Da. Das macht mir persönlich beim Malen nicht so viel Spaß und bei euch ist es auch nicht so gefragt. Zoomen richtig drauf. Und austauschen möchte ich dagegen dieses lustige Pferdchen hier. Da habe ich zwei Versionen davon gemalt. Mal sehen, welches ich nehme. Oder vielleicht mache ich auch beide drauf. Je nachdem. Doch bevor ich das Motiv auf die Tafel male, werde ich mir jetzt erstmal die Biggie schnappen. Ihr Arm wird als Versuchskarnickel herhalten. Und da werde ich das Motiv mal probieren, ob das sich auf der Haut gut malen lässt. Und vor allen Dingen auch schnell, damit ihr am Stand dann später nicht so warten müsst. Wer unsere Erbra-Tattoos noch nicht kennt, ich blende euch unten mal die ganzen Termine, die wir jetzt schon haben, ein. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen, könnt ihr mal ein Live erleben. Wie ich das Tattoo bei der Biggie auf den Arm male, das möchte ich euch heute im Video zeigen. Also willkommen auf dem Color Junkies Kanal. Viel Spaß, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen und ein Abo da. Ansonsten nach dem Intro geht's los. Die Termine, die ihr hier unten seht, das sind alle Termine, die jetzt so in nächster Zeit öffentlich stattfinden, bei eben diesen Veranstaltungen, Festen und Märkten. Das heißt, da könnt ihr einfach vorbeikommen und euch euer Airbrush-Tattoo oder Glitzer-Tattoo abholen. Manchmal ist es so, dass es kostenfrei ist, weil der Veranstalter das dann bezahlt und sponsert. Bei anderen Events ist es so, dass wir das auf eigene Rechnung machen, also dass wir dann direkt pro Tattoo abkassieren, aber das seht ihr dann auch vor Ort. Na, natürlich gibt es noch viele, viele weitere Termine, das sind dann aber private Termine, also da könnt ihr nicht einfach vorbeikommen, denn mit unseren Airbrush-Tattoos und Glitzer-Tattoos kommen wir natürlich gerne auch zu kleinen Kindergeburtstagen, ne? Also auch wir kommen mal nur ein Stündchen vorbei oder ihr plant eine große Jubiläums- oder Familienfeier. Na, da ist es ja oft so, wir Erwachsenen, wir wollen ja gerne in Ruhe Kaffee trinken und quatschen. Und die Kinder sind immer so innerhalb von ein paar Minuten mit ihrem Stück Kuchen fertig. Ja, und dann ruft uns an. Wir kommen, wir bauen unser ganzes Equipment auf, egal ob drinnen oder draußen. Wir bringen unser Zelt mit, also wir sind für alle Wetterlagen gerüstet. Und dann sind die Kinder nämlich versorgt, die kriegen ihre geilen Tattoos und meistens wollen die Erwachsenen dann hinterher auch noch eins haben. Und das passt eben nicht nur zu Kindergeburtstagen oder Familienfeiern, sondern auch Jugendweihe, Konfirmation, Schulanfang, Hochzeiten, Zuckertütenfest im Kindergarten. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo unsere Tattoos dazu passen. Denn es ist einfach für jedes Alter was dabei. Von klein auch bis zu den Teenagern hin sind die einfach richtig cool. Also ruft einfach an unter der 01520 8345 139 oder schreibt hier in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail und sagt einfach mal, was ihr wann vorhabt und wir machen euch dann ein Angebot. Wow, das braune Pferd ist schon fast fertig. Also ich war als Kind ja auch so ein totaler Pferdefan. Ich finde das total geil. Was sagt denn ihr? Wie gefällt euch das dann? Wäre das auch ein Motiv für euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Thank you.
Und wenn euch das ganze Video gefällt, was wir natürlich hoffen, dann lasst uns doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Drückt die Glocke und dann verpasst ihr nämlich auch keins unserer Videos mehr. Jetzt wird es nämlich langsam wieder spannend, denn nicht nur die Airbrush-Tattoos kommen wieder in Fahrt, sondern gerade vorgestern hatten wir endlich wieder nach dieser langen, langen Pause unser erstes Live-Body-Painting. Das war so richtig geil auf einer Messe in Chemnitz für den Veranstalter in seinen Firmenfarben haben wir da unser Model bemalt. Das war einfach total geil. Wenn ihr auf Facebook oder Instagram geschaut habt, da haben wir schon ein paar kleine Fotos und Kurzvideos gepostet, so einen kleinen Einblick von dem Abend gegeben. Und da wird es natürlich das komplette Video zur Entstehung des Body Paintings auch hier auf unserem Kanal geben. Also Glocke drücken, dann verpasst ihr nichts. Jetzt ist das weiße Pferd auch fast fertig. Ich muss ja sagen, ich kann mich gar nicht entscheiden, welches mir jetzt besser gefällt. Das braune oder das weiße? Oder das weiße oder das braune? Ich weiß es nicht. Ich habe ja jetzt aber auch beide auf dem Arm, also brauche ich mich gar nicht entscheiden. Welches gefällt euch denn besser? Und was für Motive hättet ihr denn vielleicht gerne noch? Vielleicht habt ihr Ideen und sagt, ey, da sowas hätte ich gerne mal als Tattoo. Dann schreibt uns das doch auch in die Kommentare. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, das Repertoire zu erweitern und zu erneuern. Und da gehen wir natürlich gern auf eure Wünsche ein. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir bedanken uns bei euch für eure Unterstützung und wünschen euch noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao!